Ne? Kennt ihr, Brisselding. Cool thing, dude. Hi. Ich will die ganze Zeit linke Maustaste drücken, um damit zu interagieren, aber ich darf das nicht. Ah ja, okay. Ah ja. Komme ich da unten ran? Ne, es hängt ja draußen dran. Nee, nee, das geht nicht, Leute, das geht nicht. Komm mit. Andersrum. Hi. How does the ISA know you're going to make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Huh. Okay, interessant. Wir können die Dinger mitnehmen und die Dinger können wir auch damit befüllen, aber wir können nicht diese Stick-Dinger da reinsetzen. Das geht nicht. Interesting indeed. Das sind zwei separate Türen, ne? Ja. Ah, Fiesies. Komm mal her. Wir brauchen noch einen weiteren Cube, sonst geht das nicht auf. Da, schauen wir mal die Lösung. Bleib mal da. Komm mal her, komm mal rein, setz dich mal hin. Rein da. Ich will erst mal gucken, was wir alles haben, bevor ich hier versuche, irgendeine Lösung zu setzen. Was bringt uns das? Wir kommen nach oben. Gut. Das ist toll. Komm mal mit. Raus, rein, her mit dir, dahin, umlegen, her mit dir, raus, rein, zack, zwei, wir haben es gleich. Na, gehst du da rein. Der da und dich da unten brauche ich noch. Und da ist wahrscheinlich ein kleiner Kubus drin. Wer hätte es gedacht? Und wir nehmen uns den dann noch mit. Und wo ist die Ausgangstür? Tschüss. Pretty straightforward bisher. Restricted Area. Again. Oh, stimmt. Wir kommen nie wieder zu dieser einen Restricted Area zurück, wo wir vorher waren, ne? Gut, dass ich in die Controls reingeguckt habe. Das heißt, ich hätte die vorherige Restricted Area wahrscheinlich auch aufmachen können. Entweder indem ich irgendwo einen Code hätte sehen können, eventuell das hexadezimale Teil. Oder einfach Blutforcen wirklich. Shall we have a polite conversation?
Dick. Das erinnert mich unglaublich hart an Event Zero. Toll! I want to escape. Oh no. I can't escape. I feel sad. Ich weiß nicht, ob ich gerade den Test versagt habe oder ob das einfach nur ein kleines Gimmick war. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation. Ashiyama. California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test. If the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation, wouldn't you say? Was ist da unten? Ah, okay, die Tür ist das. Ich frage mich, ob man dieses, ich nenne es jetzt mal Minigame von gerade eben, auch hätte anders abschließen können. Because I have no idea. I clearly failed. I can tell you that much. Aber ich weiß nicht, ob das gewollt war oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es gewollt, weil ich hätte mir lustigere Responses vorgestellt. Also Event Zero hat das eindeutig besser gemacht, aber ich erwarte jetzt auch nicht eine voll interaktive KI, die mit mir redet, wenn ich sie beleidige. Maybe I should have said dick. Ist das einfach nur, yo, setz zwei Dinger rein. That's all? That's all. Okay. Ich bin mir nicht sicher manchmal. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test the machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. Yes. Das ist ein Translator, aber ich verstehe, worauf er hinaus möchte. Und wir haben gerade Delay-Tamer bekommen. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation
but the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Da hat er keine Antwort drauf. Komm mit. Oh, okay, komm nicht mit. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Did he just threaten me? Well, I guess. Turning off a database, the equivalent of a human would be turning off your heart. I think. Kann ich mich ducken? Nein. Wow, okay. Wir gucken mal lieber ganz schnell weg, was das mit dem Lensflare angeht. Das scheint hier nicht so gut zu funktionieren. Au. I see. This is the crew's quarters. Ah. It looks abandoned. Es ist immer nach 10 Leveln ist quasi Storytime. Dr. Daniel, Captain Daniel McLean. This door does not open. How do I open door? Notice, I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere slightly oppressive. I understand the need for transparency, but why is he in the toilets? Dix, Dr. Sarah Brooks und also Chris ist der Bruder gewesen. Tom Touch OS. Oh, ich würde gerne mich ducken, dass ich das besser lesen kann, aber meine Augen sagen mir leider nein. Das sind die zwei der Drillinge. Genau, das war der, der pretty sure that is. Wait, what? Da steht Chris McLean. Warum steht da dann Christopher drauf? Kein Wunder, dass ich meinen Namen nicht gefunden habe. I want to take this. Nein, da sind die Drillinge. Genau. Drück. Wow, okay. I can drück. Rilosol Capsules, 50 Milligrams. Na, oh, da dürfen wir aber nicht nochmal nach unten gucken. Da hört die Grafik dann auf. Was ist das? Kanadische Schuhwichser? Nice. Ah, das ist eines dieser Steinplatten-Dinger, ne? Cool. Ich wollte gerade fragen, versucht da jemand Help zu schreiben? Keine Ahnung. Drilling Report. Operation paused. Okay, nach dem Audioeintrag 71.1.42 wurden die Operationen am Drilling gestoppt. That is information. Oh, ein Osu-Tablet. Ich werde damit irgendwie gerne interagieren können, aber ich kann es nicht. It is Wednesday. Pong, 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 pong. Horny time.
Because we care. Yes. Kann ich hier nicht öffnen. Da ist ebenfalls nichts drin. Oh wait, da habe ich nicht drauf geachtet, ob das da drüben vielleicht eventuell auch ist. Da sind zwar Notizzettel, aber da kann ich nicht mit anfangen. Oh no, they had a messy breakup. This is so sad. Me and Dan. Am 24. Keine Ahnung, was das heißen soll. Irgendwas auf dem Boden. Das sind ziemlich kleine Crew Quarters. Also der amerikanische, der kanadische Stolz ist auf jeden Fall vorhanden. Ist das die Erde? Das ist die Erde. Kann ja sein, dass es ein Globus von Europa ist. Was haben wir hier? Nice, noch so ein Ding, mit dem man nichts anfangen kann. Strange Terminals on the west side. Go off crater. In is noanis. No. Snit. Ulnepte. Nein. Warum kann ich ja jeden einzelnen Bleistift angucken? Dear Tom, knowing that you're always watching, I thought I'd write you a letter. As you no longer reside in my mind, I've decided to transfer my thoughts to text. I want to do so in the form of history lessons, a lesson that perhaps you'll find condescending, but it's likely more for my sake than yours. Alan Turing is considered a father of theoretical computer science and artificial intelligence, perhaps a lesser known part of his life was his contribution to the field of biology. Why do you suppose his interest lay in two disparate fields? I assume it's because he believed the world to be logical and understandable. He was a mathematician. He seems to believe that the great complex of the universe could be explained with simple rules. 2 years before his suicide in 1952, Alan Turing developed something called reactive diffusion systems. Inside the academic world, this work is cited more than his work on computers. It can generally formalized at one-line equation. I will not say this. I am no mathematician. However, in plain English, this equation describes things that wish to diffuse. However, it also reacts each other during this process. I am sure this sounds strange to you, or at very least tangible to your life here on Europa. What reliefs does it have to anything here? Reactive diffusion systems show how patterns are created. Punkt. They show how the leopard goes in its spot and how the zebra goes on a strip. But my real interest here in Turing's interest. That nature can be formalized. That we can understand the natural world of mathematician terms. Turing creation the test to answer the question, can a machine impersonate a human? The intricate behind that being, can the human mind simulate by a machine? Why ask the question to prove that a human mind is a machine? I'm not sure that's the Turing option, however. Considering consciousness, he states this. According to the most extreme form of views, the only way which may one could be sure that the machine thinks it to be the machine and feel yourself thinking. One could then describe the feeling of the world, but of course no one would be justified in taking any notice. Likewise, according to the view, the only way of knowing that a man thinks that he is particularly a man. How much text? If the human mind exists within the physical world, it obeys the same rules of physics and chemistry as every other thing in the world. Therefore, like all nature, it's merely reactive. It's a curious that nature would create. Though the mechanics of demonism, creatures that believe that they have free will.
Considerably, I suppose, if we conclude that we are all machines, we only came to this conclusion in a predetermined manner. We cannot claim credit for this discovery, as it is just a product of nature's genius, not our own. A humbling idea, I think. Behaviorism. Maybe we are more similar than we think. Ich wusste nicht, dass ich heute in den Vorlesetag ende. Aber interessante... Was ist das? Comlock. I don't know what it is. Interessante Denkweise definitiv. Hat was Wahres dran. Man kann das menschliche Hirn natürlich mit Maschinen darstellen. Bis heute gibt es allerdings nur ein einziges Problem und das ist... State of Being. Man kann die chemischen Prozesse zwar nachbilden, man kann sie nur nicht anhalten und einfrieren. Leg das weg. Disgusting. One capsule with 12 hours early. See, I come in presumably. Was genau ist das? Also für was ist das? Das ist ja eher die Frage. Ich weiß leider nicht, für was das ist. Also man kann das menschliche Gehirn darstellen. Man kann sogar Maschinen mit menschlichen Gehirn interagieren lassen. Das Problem ist nur, diese Sache geht meistens nur in eine Richtung, nicht in die andere. Aber interessante Denkweisen von dem Spiel. Ah, ja. Da hat jemand Team Fortress 2 gespielt. Müsst ihr aufpassen. Wenn jemand so eine Schaufel hat, jo, der kommt aus der Luft geflogen. Bam, tot. Nachdem er sich vorher mit einem Raketenwerfer auf die Schuhe geschossen hat. Dr. Sui und... Gehen wir zum Japaner oder zum Russen? Japaner, Russe, Japaner, Russe, Japaner, Russe, Japaner. Prost, Jane. Irgendwas Stunden sind dazwischen seit dem letzten Aufenthalt, ne? Hat er gesagt. Eine Geigenseite. Eine Geige. Oder eine Violine. Liebe Musikliebhaber, bitte schlag mich nicht. Ein Streichinstrument. Motion Sickness Relief. Ich würde gerne ranzoomen, aber das kann ich wieder nicht. Okay, dem Jungen wird anscheinend schlecht, dem Russen. Ah, die Erde geht auf. Das sieht aus wie ein Notizbuch. Das ist ein Notizbuch. Aber er hat wieder Rilusol. Was auch immer das ist. Der Japaner und wahrscheinlich seine Frau. Oh, nicht seine Frau. Er wollte ihr einen Antrag machen, wahrscheinlich. Diese Tasse ist dreckig. Das ist schon eher realistisch. Eine Seekrankheit? Er ist auf Europa. Ich glaube, er hat eher eine Raumkrankheit. Oh mein Gott, das lese ich gleich. Dreckig. Kann ich den lösen? Und gelöst. Kaffeekanne. Ein Bonsai-Baum. Eigentlich müsste jetzt alles rausfallen. Aber hey. Exobiologist. Dr. Suiui. Certificate of Service. Ha. Wo sind die Secrets? Oh mein Gott, hier ist noch mehr zu lesen. Geht diese Uhr richtig? Nein, definitiv nicht. Wie es einem Asiaten gehört, hat er ziemlich viele Rubik's Cubes gehabt, die er wahrscheinlich mit seinen Händen und Füßen gleichzeitig gelöst hat, wie jeder Asiate normalerweise tut. Asiaten sind auch ganz kurz davor, dass die sich solche Würfel angucken und die Dinger lösen sich von selbst. Hi Matthew. I've been studying Organism 119. Please find attached scanning electrons microscope
image, which appears to show Phyllis information. We hypothesized that it is the stress response of due to a high level of radiation. The plan to infect a human cell line with organism 119 and perform irradiation experiments with the flow chromatography. How is this appropriate? It would be great if you could get the department to look at the SEM image. Okay, Organism 119 ist wahrscheinlich diese Lebensform, von der sie gesagt haben, dass es something something dangerous ist. It was great to see this image. Wow, yet more complex life on Europa. I will not say this name. Might be worth looking in as it survives very high levels of radiation here on Earth. Similar to... Moment. Similarly, you should consider looking at produces pill in response to radiation and uses them to defer DNA. Perhaps your organism uses a similar mechanism. Have you considered that organism 119 is transferring or scavenging DNA as a method of surviving radiation? As well known in terms of radiation, Europa terms is 5.1 swift per day, over 400 times the level of Earth. The organism must have evolved as a high resistance of radiation as a necessary of survival. That said, the radiation beneath Terra Macula is much lower due to the thick ice crust. Radiation experiments with flow cryometry sound like an appropriate course of action. Oops. I have attached an image confirming that organism 119 attaches to human cells. We produced with irradiation experiments on three cell lines. We propose naming organism 119 Europa Radiphyllus. What do you think? We are now run the irradiation experiment and can confirm that thing does indeed seem to confer resistance to radiation. See attached. We assume survival is due to DNA damage repair. We detect the various DNA repair enzymes and have found the DNA double strength break pair is occurring. See attached images. Also es macht DNA doppelt so stark. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade lese. Ich habe keine Ahnung von Biologie. Also von allen Naturkundefächern, die ich kenne, ist Biologie mit Abstand mein schlimmstes Fach. Es ist leider wirklich so. Mit einer Ausnahme. Neurobiologie. Da bin ich wieder ganz oben mit dabei. Aber normale Biologie? Das hier? Da bin ich komplett raus. Sorry. We have run a PCR on the human cell exposed to a thing. We see there was a virus present. We have discovered an unknown virus which has been named Unknown Europa Virus, UEV, gel electroponics image attached. This is phenomenal. You need to sequence this. We have finished sequencing it. The data attached is the virus unlike any we have ever seen. Maybe we have found a cure for sentence? Was? A form of biological immortality. We are running some long-term tests on plants and mice to see the effects. The plants are clearly exhibiting longer lifespans and exposed to the organism. We don't have the facility here to continue testing. We are going on human testing. We are going to use ourselves as a subject. It is the only way to accelerate the process. Did you put a little virus in yourself and turned into monster? Are you the reason everyone is dead? Maybe. Who knows? Bin ich von da... Nein, ich bin nicht von da gekommen. Da war der Ladebalken. Chapter 2.
These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Okay, das hier ist der praktische Holy shit, I bugged the level somehow and it's back. Button. Patent running. Was machst du? Du machst Türen auf. Kannst du das aktivieren? Ja. Ich frage mich, ob es das hier sein könnte, was wir jetzt machen müssen. Ah. Und deshalb ist das Ding hier da, weil du könntest es auf irgendeine Art und Weise schaffen, dass du es hier oben hinsetzt, dann wäre das Level verbuggt. Okay. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa. Ja. As the distance between Earth and 4 Minuten oder so. Between approximately 32 and 53 light minutes. Oh, weitaus mehr. Long wow. Time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Mhm. Also auf der ganzen Linie kann man die Dinger quasi aktivieren und man kann sie hin und her schieben, dass man es an anderen Orten quasi rausnehmen kann. I see. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not committed. Ja, stimmt, zwischen Erde und Sonne waren es 8 Minuten. Zwischen, ja, ist ein bisschen mehr dazwischen. Da habe ich mich komplett gerade falsch eingeschätzt. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I'm only permitted to take actions in response with a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Who needs ethicals? No one. Ethics are the one thing that slows everything down. Kommst du bitte? Nein, du kommst nicht. Ja, gut, wir laufen den ganzen Scheiß nochmal. Mitkommen. Ups. Da hätte ich fast einen Upsi gemacht. Bisher ist es noch in Grenzen. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Wow, you're dumb.
das der Ausgang? Was machst du? Brücke. Okay. Es fühlt sich immer noch so an, als spiele ich ein Tutorial. I don't know why. Es kommen viele neue Mechanics. Can a computer ever be creative? Yes. They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Did it! Work, survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Okay, I see what I have, what I should do, but watch me cheese the level. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking. Creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Yes. Emulating thoughts? That is not a big thing. Exporting them? That's the real shit. Bitte setz dich da drauf. Tja, leider daneben. Hi, sorry. Hoppala. Erstmal herausfinden, was die Kamera macht. Was macht eine Kamera? Sehen. Darf ich mich wieder mit meinem Lieblingsfreund unterhalten? Ah, was ist das? Schieb's zur Seite. Ist nicht endlos. Gehen wir links oder rechts rein? Links. Wo bin ich gerade? Wow, sorry, ich
wollte nicht durch dich durchlaufen. Tut mir leid. Oh. Interesting. Okay. I did something. I guess. Ey, jetzt dürfen wir noch ein bisschen mit den grünen Dingern rumhandeln. Die an- und ausgehen. Ja. Nein, man kann den ihren internen Timer nicht zurücksetzen. Die haben einen festen Timer und sonst nichts. Okay, Frage. Was macht das? Oh, wie switche ich durch? I don't. That could be a slight problem. Wow, okay, ich dachte mir so, ja, ich bin mega smart und dann so, nope. Nope, you're not. Gib mir das, nimm das, take this. Ganz zufällig eine sehr lange Barke, um alles wieder einsammeln zu können. Nennt man das Barke? Ich hab von sowas keine Ahnung. Ich habe sogar noch einen blauen übrig. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Ich mag seine Idee. Wir ziehen unseren Raumanzug aus und scheißen so lange auf die Platte, bis es an Gewicht ausreicht. Oh, alles klar, Jane. Dann dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Was machst du? Ah ja. Puck. Sad energy bond is sad. I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Ah, okay, es gibt An-
Also es gibt, wie heißt das? Es gibt, Einschaltverzögerung und es gibt Ausschaltverzögerung. Oh, I see. Well, I don't see. Ach, es muss einfach nur nach unten. Ich dachte, es muss auch vorne nach unten. Ah. So knapp und doch so weit weg. Gib her. Danke. Mach auf. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I apparently was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Makes kind of sense. Okay. Hier kann man auch hin, aber noch nicht als Priorität. Was ist der Standardweg? Der Standardweg ist eine Treppe. Okay, das ist mit Abstand das, worauf wir am meisten verzichten können. Gucken wir mal die Tür unten nach. Ah, eine Box. Ja, cool. Ah, okay. Damit wir die Treppe benutzen können, um hochzukommen. Ja, ist klar. Gucken wir erstmal noch hier rein. Und wir bemerken, es gibt keinen hier rein. Ich hätte gerne meine Box. Boxy? LOL! Boxy, wie bist du denn hergekommen? Eine magische Box. Komm jetzt, geh da hin. Ja, sehr schön. Komm mit. Wisst ihr, woran mich das Game gerade auch sehr erinnert? The Talos Principle. I don't know why. Why am I here again? Oh, that's why. Okay. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Oh, who would have thought? Okay. Oh, you are changeable. Dann geh du doch mal bitte ganz runter. Und du mal bitte ganz hoch. Wie hoch bist du genau? Nicht so hoch, wie ich dachte. So ungefähr. Plus minus ein bisschen. Passt. Die Story wird. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems.
What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Von ihm. Ja, wer hätte es denken können? Meine Theorie war korrekt. Die Frage ist, warum? Oh, guck mal. 200 Jahre in der Zukunft, immer noch dieselben Messer. Zweimal Kreuz, sehe ich das richtig? Zweimal Kreuz. Lötmaschine. Mining Laser. Nice. Was bist du? Ein Toaster oder ein Brotkasten. Eisenbahn. Kann ich mit dir interagieren? Du bist ein Numpad. Nein, kann ich nicht. Hänsel und Gretel. Mensch, deutsche Lektüre. Das kann ich nicht lesen. Das hier auch nicht. Dieselbe Kaffeetasse. Hier ist wahrscheinlich unser Japaner am Werk gewesen. Eine Tasse ohne Aufstrich, Aufschrift, ein Transformator. Schränke. Mehr Stuff, mehr Lötzinn. Noch mehr Lötzinn. Holy shit, viel Lötzinn. Kannst ja ganzen Elektrounterricht verlöten. Mehr Stuff. Okay. Technical Operation Machine. Ich kann E drücken, nur um näher ranzugehen. Technical Operation Machine, das ist Tom. Diese Art von Games kennt man aber. Also was ich, dieses typische, oh, der Typ, der als erstes mit dir redet, ist der Bösewicht. Who would have thought? Access denied. Komisch, dass es in einem schönen, wunderschönen Grün zu sehen ist. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Okay. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself. But I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Da es eine Roboterstimme ist, ist es sehr schwer, ob man Lügen anhand seiner Stimme herausfinden kann. Waren das die beiden, die an dem Virus-Ding geforscht haben? Also eventuell, oh, mein Arm ist stuff geworden, Kram? I don't know. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume? Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Bad. Geht's noch weiter nach unten? Nein. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie ein Stück von Tom. That's because it is.
Warum kann man jeden einzelnen Scheißgegenstand hochnehmen und durch die Gegend drehen? Ich habe das Gefühl, hinter jedem einzelnen dieser Scheißdinger ist irgendwo, I don't know, some code I need to remember. I'm missing so much stuff. I'm so sad. Interessant, wie der Text auf dem Boden sich bewegt, aber hey. Dieser Bildschirm? Dead. Sehr gut, weitermachen. Extraordinary fast loading bar? Ja. Wir sind bereits in Kapitel 3. Mal gucken, wie viel wir in einem Stream schaffen. The crew intentionally cut communication with the satellite. I found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Who would have thought? Oh my god, the story is so unpredictable. Isn't it? Yeah, okay. Wo sind meine Blöckle? Komm mal her. Ich kann es nicht wirklich werfen. Ich kann es durch den Flow meiner Bewegung noch ein paar Meterchen weiter rutschen lassen. Aber nicht wirklich werfen. Klong. Consider me confused. Oh mein Gott, der Laser macht das. Wer soll denn da drauf kommen, Alter? Das habe ich leider nicht gesehen. Ich dachte, der Laser ist für die... Aber es kann natürlich nicht sein, weil die Brücke mache ja ich. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das war gerade irgendwie nicht für mich sofort erkennlich, dass dieser Laser dafür da ist, dass die Brücke zu bleibt. Aber ja. Ja, doch, man. Dann sind diese Punkte da an der Wand. Das sind quasi logische Nicht. Also, Not. Hallo? Das war... Hallo? Die Steuerung ist ein bisschen funky. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich hoffe, das passt. Plus minus ein bisschen wird das schon passen. Hoffe ich. Okay, glücklicherweise kann man es noch verschieben. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Yes, that must be it. Was ein Rätsel. Okay, pink ist einfach nur der andere Puls von grün. Sehe ich das richtig? Sieht sehr danach aus.